In einer Feierstunde wird die Haupt- und Realschule Jever in Elisa-Kaufeld-Oberschule umbenannt. Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, Schulleiter Wolfgang Niemann-Fulbohm begrüßt die zahlreichen Persönlichkeiten sowie Familie Kauffeld. Sehr gern hätten wir heute die eigentliche Hauptperson begrüßt, Frau Elisa Kauffeld nämlich. Leider war es ihr nicht mehr vergönnt, heute mit dabei sein zu können. 98-jährig ist sie vor 4 Wochen verstorben. Die Projektgruppe Elisa Kauffeld berichtet im Interview über Erlebtes mit Frau Kauffeld. Wir haben sehr viel recherchiert zum Leben von Elisa Kauffeld und das hat uns gleich von Anfang an sehr beeindruckt, was sie alles auf die Beine gestellt hat und irgendwann innerhalb dieser Woche auch noch mit Elisa Kauffeld getroffen und durften ein Gespräch mit ihr und ihrer Tochter führen und das war auch sehr schön und hat uns sehr gefreut und uns eigentlich nur darin bestärkt, dass wir sie auch als Namensgeberin für unsere Schule haben wollten, weil sie halt eine sehr beeindruckende Persönlichkeit hat. Das Gespräch haben wir zum größten Teil mit der Tochter geführt, aber sobald etwas falsch war, hat Frau Kauffeld sofort gesagt, was geändert werden muss. Und das hat uns auch sehr beeindruckt. Sie hat uns zum Beispiel von ihren Auslandsaufenthalten sehr viel erzählt, von ihrer Kindheit, wie sie das erlebt hat und dass sie ja im Laufe der Jahre immer mehr zu dem Punkt gekommen ist in ihrem Leben, wo sie sagte, dass sie halt komplett gegen Krieg ist und sich dafür dann ja auch in ihrem Lebenswerk sehr eingesetzt hat. Dass die Menschen auch dahinter kommen, dass das keinen Sinn macht. Dass in Zukunft der Name nie in Vergessenheit gerät, sondern dass auch immer alle Schüler wissen, wer diese Person war und nicht zur Schule gehen und eigentlich gar nicht wissen, warum die Schule so heißt. Also ich stimme da Heike und Marina vollkommen zu, dass unsere Schule halt nie vergessen soll, warum sie nach Elisa Kauffeld benannt wurde und dass wir uns halt für die Umwelt sehr engagieren. Ich bedanke mich bei euch. Lawai heißt auf der einen Seite Krach, glaube ich, wenn ich Plattdeutsch richtig noch erinnere. Man, ich sei, ob die in Graf stehen, du wärst erst nicht ein Jahr, bist fallen für'n Kaiser, nicht ein Sestein Gloria. Landrat Sven Ambrosi. Sehr durchsetzungsstark, eine kluge Frau. Eine internationale Frau, die viel gesehen hat, viel erlebt hat, die sehr, sehr streng sein konnte in der Durchsetzung ihrer Meinung. Man traute sich manchmal nicht, dagegen zu argumentieren. Das lag aber auch daran, weil das sehr fundiert war. Liebe Familie Kauffeld, Sie hatten eine tolle Mutter, Großmutter, Urenkel. Schön, dass Sie ihn mitgebracht haben. Hallo. Das heißt, die Generationen tragen den Gedanken weiter und seien Sie gewiss, dass diese Generation von Schülerinnen und Schülern das auch tun. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Schuldezernent Dr. Ralf Drabent. Als Vertreter der Niedersächsischen Landesschulbehörde will ich sehr gerne die Namensgebung Elisa Kauffeld Oberschule würdigen. Zunächst fällt auf, dass die neue Bezeichnung, die ab 1.8.2012 Geltung haben soll, sich in 2 Elemente gliedern lässt. Zum einen in den Namen Elisa Kauffeld, zum anderen in die Bezeichnung der Schulart Oberschule. Werden wir spielen und singen Imagine von John Lennon. Also die beiden Sängerinnen aus der 8BR, das ist Lea und Fenja. Lena und Fenja. An den beiden Gitarren, das ist Björn und Tim. Am Schlagzeug sitzt Mandy. An den Keyboards von rechts nach links Jill, Lena und Sophie. Und am Bass, komm mal da raus da. Nicht verstecken, das ist Nico. Sia? Und Yvonne und Annika.
Ingrid Donk, langjährige Freundin von Elisa Kaufeld, hält die Laudatio. Aber wir denken sehr an sie und ich hoffe, sie schaut zu und sieht, wie ihre Arbeit hier bei uns heute und offiziell draußen gewürdigt wird. Sie konnte lachen, sie konnte auch scherzen, aber das zentrale Thema ihres Lebens war genau das, was in aller Welt in furchtbarer Weise passierte, nämlich Kriege, Hungersnöte, Atomwaffentests, unterirdisch, oberirdisch, diese Menschenversuche daran. Es war furchtbar, furchtbar, furchtbar. Und trotzdem war bei uns immer noch die Fröhlichkeit, das Heitere, auch dieser Teil des Lebens wurde nicht vergessen. Gerne hätten wir unsere Freundin Elisa länger in unserer Mitte gehabt. Aber das geschieht jetzt, jedoch in anderer Weise, nämlich mit der Benennung dieser Schule in Elisa Kaufeld Oberschule. Und dafür danke ich euch ganz, ganz, ganz besonders. Wir haben das große Glück, auch Mitglieder der Familie Kaufeld hier heute Abend als Gäste begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich, dass auch die Tochter von Elisa Kaufeld heute Abend hier ist, Gisela Janssen, die jetzt ein... Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Friedensfreunde und liebe Familie. Es erfüllt mich und unsere Familie mit Stolz und Freude, dass diese Schule nun in Zukunft den Namen unserer Mutter, Großmutter und Urgroßmutter tragen wird. Elisa Kaufeld Oberschule. Nach dem ersten Anruf von Herrn Niemann-Fuhlbohm war Elisa doch bass erstaunt, dass ihr Name bei der Namensfindung für die Schule schon in der engeren Auswahl stand. Als die Sache dann amtlich war, sie alle gewählt hatten, die Hürden der Bürokratie genommen waren und in den Zeitungen der neue Schulname vorgestellt wurde, war ihre Freude grenzenlos. Elisa hat in ihrem Leben nichts so sehr mit Herzblut verfolgt, wie diese ihre Aufgabe, sich mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung standen, für ein friedliches Miteinander einzusetzen, ohne Kriege und ohne nukleare Vernichtungswaffen. Junge Menschen dieser Schule haben uns zu Hause besucht, sich mit Elisas Arbeit auseinandergesetzt und dazu beigetragen, dass ihr Name und ihr bedingungsloses Engagement mit der Namensgebung dieser Schule nicht vergessen werden. Es war Elisas Ziel, gerade jungen Menschen deutlich vor Augen zu führen, dass es sich lohnt, immer den friedlichen Weg zu wählen, denn sie musste den Krieg miterleben. Das bekannte Wort der Friedensbewegung, Schwerter zu Pflugscharen, aus dem Propheten Micha, drückt genau das aus. Wenn man Frieden will, muss man umdenken, umlernen, abrüsten. Elisa hat während des Zweiten Weltkrieges erlebt, wie die Erde brannte. Sie hat nichts dagegen unternommen, sie hat nur ihre Haut gerettet, wie tausende anderer Menschen auch. Dann in der Zeit der Ostermärsche und Friedensbewegungen, als die Menschen aufwachten und sich gegen Aufrüstung und Raketenstationierungen in Deutschland zur Wehr setzten, hat sie mit vielen Wegbegleitern die Schwerter ihrer Generation und die ihrer Eltern umgeschmiedet. Sie hat gelernt und daraus nie einen Hehl gemacht. Krieg ist die unwürdigste Form, zwischenmenschliche Konflikte zu lösen. Solange es ihre Kräfte irgendwie erlaubten, hat sie für ihre Überzeugung gekämpft. Ich wünsche den Schülerinnen und Schülern, dem Kollegium, der Schulleitung und der Elternschaft eine produktive und friedliche gemeinsame Arbeit an ihrer Schule, der Elisa Kaufeld Oberschule. Ich danke Ihnen. Thank you.
Winkeln an das Firmament, elke Stern ein Kind. Lassen Sie uns gemeinsam 98 Luftballons an Elisa Kaufeld schicken. Ein Gruß unserer Schülerinnen und Schüler, ein Gruß der Schule hier an Elisa Kaufeld, an die Namensgeber und Geberin und unsere Mutter, Großmutter und Urgroßmutter. Ein Gruß von uns allen. Ja, ich stehe hier vor der neuen Elisa-Korfeld-Oberschule. Ich bin die Tochter Gisela Janssen und ich bin stolz. Als ich eben hier kam, habe ich das Namensschild gleich gelesen und es erfüllt mich mit großer Freude. Denn wenn ich an meine Mutter denke, die wir ja nun leider vor 4 Wochen beerdigen mussten, ich aber weiß, dass sie sich riesig darüber gefreut hat, dass diese Schule ihren Namen tragen wird und sie aber auch wusste, dass ihre Kräfte nachließen und sie das nicht mehr schaffen würde, hier an dieser Feier teilzunehmen. Aber es war ihr doch eine riesengroße Freude und sie hat es mit allen Sinnen wahrgenommen, dass diese Schule nach ihr benannt wird. Es war sozusagen das i-Tüpfelchen auf ihrer Arbeit. Es war eigentlich der Abschluss einer jahrelangen Arbeit, die sie mit Herzblut vertreten hat und es war ein würdiger Abschluss dieser Arbeit, sodass sie dann auch, ich glaube, tatsächlich in Frieden von dieser Welt gehen konnte. Es erfüllt uns alle hier mit einer sehr großen Freude, dass nun hier die Elisa-Korfeld-Oberschule steht. Und ich glaube, auch die Schülerinnen und Schüler werden dem Namen alle Ehre machen. Und die Trommels, und die Trommels, möge die Welt doch endlich die Sinnlosigkeit von Kriegen erkennen. Diese Schule könnte ein Mosaikstein zu diesem Thema werden.